Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Wir befinden uns immer noch in Zubak und ja, wir machen weiter. Wir haben ja Kratz getroffen und der war natürlich wieder gut gelaunt wie immer. Hat es aber nicht auf Claire abgesehen und ja, mal sehen. Wer weiß, vielleicht hat er irgendwas hier gemacht. Werden wir ja bald sehen. Ich versuche hier eigentlich nur zu vertuschen. Dass ich vergessen habe, was wir hier überhaupt nochmal machen sollen. Warum sind wir eigentlich nochmal hier? Was müssen wir hier überhaupt machen? Oh, Hund, die Weltherrschaft. Sie ist bald unser. Also Colettes. Sieht wie eine ein Turbi aus. Sein Fell ist so schön. Turbi. Was hat sie nur vor mit den Hunden? Ach, jetzt der Dingens, ne? Ja, zum Forschungsinstitut. Was machen wir hier nochmal? Was müssen wir überhaupt nochmal machen? Ich habe total vergessen. Das ist schon wieder 2 Wochen her. Ach, wir sind wieder hier. Hi. Na? Ihr seid es. Wir haben unsere Freunde gerettet und kommen wieder, wie versprochen, mit Presea zurück. Was für ein bunter Haufen. Ja, stimmt. Das seltsame Mana ist durch die Verbindung von menschlichen und Elfenblut. Ihr seid wirklich die Freunde von Halbelfen. Ich habe die Geschichte gehört. Im Preseas Körper wächst also ein Kruxkristall daran? Ja, das ist korrekt. Wir nennen es das Angelus-Projekt. Das Angelus-Projekt? Das ist doch das Projekt, mit dem meine Mutter etwas zu tun hatte. Nein, Presea ist Lloyds Mutter, oder was? Der Exvers an sich ist nichts Besonderes. Er wird lediglich in einer speziellen Fassung eingesetzt. Diese Fassung verzögert den parasitären Prozess des Exvers. Das gewöhnlich ein paar Tage dauert, wird so auf mehrere Jahrzehnte verlangsamt. Offenbar mutierten Exvers durch die Prozesse der Kruxkristalle. Warte mal, Colette hatte auch so ein Ding jetzt, oder? Ist die parasitäre Infektion des Exvers der Grund dafür, dass Presseas Emotionen unterdrückt werden? Dann ist es bei ihr wie bei Colette. Wenn Presea in diesem Zustand bleibt, was passiert dann mit ihr? Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird sie sterben. Das ist ja schrecklich. Bitte rette sie. Was hat sie dir denn getan? Nichts, sie hat nichts getan. Sie hat lediglich den Kompatibilitätstest bestanden. Mein Gott. Du hast es versprochen. Du wirst sie retten, oder? Ja, ich weiß. Du hast Halbelf nicht diskriminiert. Ich werde mein Versprechen einhalten. Kate, bist du sicher? Wenn du das tust, wirst du... Versprochen ist versprochen. Sprich mit dem Zwerg Althesa, um Presea zu helfen. Er lebt tief in Goratschia-Wald. Auf dieser Welt leben auch Zwerge? Ja, wir beide haben auf Anweisungen der Patriarchen an diesem Experiment gearbeitet. Ach nee, nicht schon wieder diese armselige alte Waschlappen. Nenn ihn nicht so. Oh, wie ungewöhnlich von einer Halbelfe die Partei der Patriarchen zu ergreifen. Ich ergreife nicht seine Partei. Wie dem auch sei, bittet Altessa, Presseas Schutzfassung zu reparieren. Lloyd, kannst du sie nicht reparieren? Ehrlich gesagt kenne ich nicht mal den Unterschied zwischen dieser und einer normalen Schutzfassung. Wahrscheinlich geht es schneller, diesen Zwerg Altessa ausfindig zu machen. Dann sind wir uns ja einig. Sollten wir zur Goratschia-Wald gehen? Was für Wörter ich hier bombardiert werde. Ja, ob eine Verbindung zwischen dem Patriarchen und den Design, ob es zwischen den Patriarchen und den Designs eine Verbindung gibt, mein Gott, ey. Ja, das frage ich mich auch. Mein Gott, schon wieder leserliche Hochkunst. Was ist denn überhaupt, gibt das Wort? Ah, Flucht. Was? Nochmal. Ich habe noch nie jemanden wie euch getroffen. Es ist ein seltsames Gefühl. Der Goratschia-Wald liegt nordöstlich von hier. Jedoch der Wald ist böse gern und das ist aus gutem Grund. Ihr seid also auf der Hut. Kein Ding. Wir sind doch immer auf Hut, außer wenn wir vollkommen nicht wissen, was wir gerade tun.
So, Ausrüstung und so weiter, alles ist alles auf dem neuesten Stand. Wir dürfen eigentlich nicht so große Probleme haben. Den mache ich einfach vor, wir werden vollkommen fertig gemacht, wie immer. So wird es so ablaufen, ich weiß es. Ja, alles klar, meine ich. So, ich will Presseia steuern. So, Zellos, du kannst mal Pause machen, finde ich, oder? Nee, lass mal dich mal drin. Du kannst meinen Heiler hier spielen. Wenn wir wieder Probleme bekommen, möchte ich gerne Rain irgendwie haben, die, keine Ahnung, alles ja heilen kann, ganz am Ende. Bäh. Ich möchte nicht, dass sie am Ende wieder LTP oder so verloren. Warte mal, nordöstlich. Wo sind wir? Nee. Das heißt also über uns. Das heißt, ich bin richtig schnell. Ja, okay. Da. Aber wie ihr mich erkennt, ich muss erstmal alles andere. Okay, da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Entschuldigung. Gehen wir einfach schneller hin jetzt. Gauratschia. Okay. Wow, dieser Ort ist unheimlich. Wow, ist das dunkel. Colette, du bist ja so vergnügt. Tut mir leid. Okay. Was? Ich bin doch nicht mal direkt vorwärts gegangen. Ups, die Garde der Patriarchen. Zellos, der Auserwählte, du bist der dem Patriarchen im Weg. Hey, das wusste ich schon, als ich noch ein Kind war. Mein Gott, was ist denn los? Das war einfach die Sache. Es ist Zeit für dich zu sterben. Ich kann nicht lesen. So, Leibgarde. Nein, ich presse ja. Hier, Leute. Warte. Also noch keine Dingens auf L2. Early Protection, da brauche ich nicht. Bams. Warum kann das bei ihr nicht? Sehr schön. Ich hab hier immer noch nicht. Egal. Ja, ich auch. Den Titel Einsames Mädchen erhalten. Okay. Wir haben gewonnen, aber was machen wir nun? Na was schon, bevor sie mit Verstärkung anrücken. Wir sollten hier verschwinden, aber wohin? Vielleicht zu Altessa? Genau. So, einsames Mädchen. Schweigsames Kind. Die einzige Blume, die im Kampf erblüht, aber mit ihrer Kraft muss man immer rechnen. Okay. Sehr schön. Also ich soll ich nochmal herausfinden hier die ganzen Dinger. Treffer Pro, ich könnte ja mal hier versuchen. Stärke, drittes Auge. Ich habe jetzt keinen Bock hier, das alles jetzt herauszufinden, ehrlich gesagt. Maximal KP und Widerstand. Okay. Mach mal das hier. Das klingt doch sehr gut. Ja, ich wollte mal irgendwas auf Screen hier so herausfinden. Was bist du denn? Mein Gott, was ist das denn? Und was für ein Gemüsegarten kämpft in mir? Oh gut. Sehr schön. Jetzt braucht jetzt Abwehr und so was. Sehr schön. Hey. Und da ist schon wieder so ein Ding, was unseren Ring umwandelt. Was wird wohl dieses Mal mit unserem Ring passieren? Leute, kann sich wahrscheinlich schon wieder nicht abkriegen, herausfinden, was
Mein Gott, die DP, ne? Warte mal ein bisschen. Reserve. Ja, super. Ja, super. Aber wenn ich kopieren will, eins. Ja, super. Magie ist mit dem Tipp und das ist keine. Achso, ja. Keine Fähigkeit, Magie ist mit dem Tipp. Seltener Einsatz, wenn die Tipp werden. Ja, das ist schon besser. Dann werde ich das hier auch mal machen, ne? Ja. Obwohl, ne. Ja, mach mal das. Wer weiß, ob das jetzt irgendwas hilft, aber egal. Sehr schön. So, Obstsalat. So, was macht das Ding jetzt mit uns? Hey, diesmal gibt er Licht ab. Sieht aus wie eine Lampe. Wozu das wohl gut ist? Zum Licht machen. Der Wald ist dunkel. Vielleicht gibt es hier Pflanzen, die stark auf Licht reagieren. Okay, was? Was? Im Wald verlaufen. Ja, das kommt noch. あるひ盗賊が盗んだ財宝を森の奥に隠したんだ。残酷。いつしか森は血で汚れて殺された人々の怨念が巣く呪われた場所に。マジ？ またどうせからかってるんでしょ。今でも森に入ると盗賊の幽霊が旅人を殺そうとする。そして盗賊に殺された人々も仲間を増やそうと。今時こんな話3歳児だって信用しねって。Sehr schön. So ein Teufel. So, lass mich raten, das Ding ist gleich leer, ne? Na, ma. Kommt auf. Kommt auf, wenn ich den rumspiele. Mein Gott. Waren ja schon immer so viele Gegner. Ich muss den Gegner treffen, nehme ich mal an. Boah. Weiß nicht, einmal habe ich es geschafft, eine Technik einzusetzen, aber nur einmal. So, Obstsalat. Immer schön TP. Lass mich mal halt ausprobieren. Lass mich doch mal. Das wollte ich eigentlich nicht. So, Eruption, sehr gut. Kannst mal ruhig so in die Masse angreifen, da wäre glaube ich ein bisschen besser. Aber egal. Bams. Aber Leute hat irgendwie immer Probleme mit den TP. Ja. Kann ich hier noch irgendwo aufladen? Muss ja immer hin und her wechseln. Feld? Was? Das sah mir irgendwie nicht richtig aus. Gehen wir nochmal nach rechts. Ne, okay.
Ich möchte noch ein bisschen hier rumlaufen. Zauberamulett. Wenn ich hier. Das vor Flüchen und Schwächen schützt. Irgendjemand hier sowas, was TP verbrauchen, so wieder verringert. Ich glaube nicht, ne? Ja, das ist nicht schlecht, aber ich soll jetzt nicht ganz hin und her. Warte mal, da ist was verdächtig. Ach, hier kann ich mein Ding aufladen, okay. Dann bleiben wir mal ein bisschen im Licht. Sehr schön. Geh weg. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Ja, Nahrungsmittel in Dungeons. Ist auch nicht schlecht. So. Bin aber doch gespannt. Fand ich nicht. Was zum Teufel, du kannst da durch, aber ich nicht. Wo ist das? Jawohl, mitten in die Masse rein. Jawohl. Sehr schön. Verdammt. Verdammt. Was? Okay. Hey, das ist eine Truhe, glaube ich. Sehr schön. Hexenrobe. Die kann bestimmt nicht eher ausrüsten, ne? Du und du. Schlicht, aber leuchtet mit magischer Kraft. Ja, komm. Weiß nicht. Ja, Engelsarmreif. Sag mal. Klingt doch mehr so was für wie Colette. Oh, das wird hier ein Spaß, hier durch zu navigieren irgendwie. Be slain by my light. Oder so. Die können einfach da durchlaufen, wie umfest hat. Geh weg. Bei mir habe ich gedacht, da wäre irgendwie dieser Schwertkämpfer hier. Und dann bist mir gerade eingefallen, den müssen wir auch noch besiegen, ne? Ist immer, als wir irgendwie China erstmal begegnet sind. Also war ja irgendwie aus der Dungeon raus und dann habe ich versucht, gegen diesen Typen zu kämpfen. Weil irgendwie voll starke Boss war und der hat uns voll fertig gemacht. Den müssen wir auch noch irgendwann besiegen. Habe ich nicht vergessen. Super Granulat. Hey, schön. Speicherkristall gefunden. Oh, sehr schön. Geh weg. Was? Wo kam der denn her? So, komm her. So, ich weiß nicht, wie man eine Technik danach einsetzen kann. Irgendwann hab ich mal es geschafft, aber nur ein einziges Mal. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das gemacht habe. Ah. Ist das eine Version von Power Hammer oder was? Mein Gott. Was zum Teufel?
So. Was ist das für ein Ding? Es lässt sich nicht öffnen. Es ist durch irgendeine Kraft versiegelt. Du sollst nicht daran herumspielen. Das Ding gefällt mir irgendwie nicht. Lass mal aus dem Weg gehen. Okay. Dann heißt, irgendwann müssen wir wieder hier reingehen. Oh, ich habe was gefunden. Mach so Dinge aus. Ah ja, hey. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich lang muss. Ah, hier ist so ein Speicherding. Okay, machen wir mal. Aber wenn hier Speicherpunkt ist, dann heißt, das, was da vorne kommt, ist wahrscheinlich schon der richtige Weg. Deswegen gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Das macht irgendwie Sinn, ne? Gucken wir uns erstmal woanders nach. Hey. Ich komme da nicht durch. Verdammt. Ich glaube, ich den Ast anzünden, oder? So ein Gefühl. Ja, schon wieder. Ist da was? Nein. Okay. Nein. Verdammt, geh weg. Verdammt. Buch gelernt. Shredded Wave. Ach du Scheiße. Das ist wie Dingens hier. Wie heißt er angefangen? Von Malik aus Grace's F. Druckluft oder irgendwie so weit. Weiß ich jetzt gar nicht. So, ich brauche meinen Feuerring anscheinend. Um mir weiterzukommen. Ui. Na? Zack. Aber hier. Anmutsband. Hier. Ein paar hübsche Fäustlinge. Ne, Anmutshandschuhe sind das. Anmutsband. Achso, hier. Ausgesprochen niedliches Band. Ja, nehmen wir das. Weil sie ist mehr an der Front, deswegen macht es doch nur Sinn, dass sie sowas auch hat. So. Tag 1. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ja. Das ist eigentlich im Kreislauf. Wiederholt sich das immer wieder? Ich glaube, das wiederholt sich immer wieder. Deswegen gehe ich da nicht hin. Bevor ich Angst kriege. Geh weg, ey. Lass mal alles hier schnell öffnen. Bevor unser Ring ausgeht. Bevor die Batterien von unseren Ringen alle sind, meine ich. Ja, halt mal. Ich möchte meinen Ring ändern. Verdammt, da. Bam! Verdammt! Eruption, sehr gut. Sehr schön. So, der ist dran. Können wir Charaktere irgendwann mal wechseln? Bin ich ja richtig? Ich mal wieder dahin gehen, wo ich den. Warte mal, von da kann ich doch. Möchte meinen Ring wieder ändern. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Mal, geht doch mal weg, ey. Ich möchte nicht gegen jeden einzelnen von euch kämpfen. So, ändern wir mal das Ding wieder. Und zünden ein paar Bäume an. Alle.
Nein, Mann. Und tschüss. Aua. Aber das ist so. Sayonara, gut. Ich nehme mal an, wer. Boah, das war knapp. Wir müssen ein paar Äste anzünden. Gehen wir noch mal. Ja. Zum Speicherpunkt. Dann gucken wir uns nächstes Mal noch ein bisschen um. Ich kann ihn nicht anzünden, okay. Da. Du das nicht irgendwie abwehren? Ja, ne, können wir auch mal probieren. Immer noch nicht. Na gut, dann gehen wir mal zum Speicherpunkt und ich sagen, dann mache ich auch für heute mal Feierabend. Lass mich in Ruhe, ich will speichern. So, das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Bams. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.